Name ist Kevin Panewitz. Ich bin Martin Fennin, war auch Fußballprofi und jetzt neue Kapitel kommt, ja. In meinem alten Leben war ich Fußballer. Hab schon, glaube ich, viele Menschen enttäuscht, ja, durch die Fußballkarriere. Aber jetzt beginnt meine Transformation zum MMA-Fighter. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Fußballer Martin Fennin und Kevin Panewitz werden sich im Herbst in einem Käfigmatch gegenüberstehen. Man haut sich gegenseitig in die Fresse. Hat schon eins oder andere Mal zu tief ins Glas geschaut. Weil ich Party machen wollte, wollte ich auch Beste sein. Und dann ein, zwei Schicksalsschläge im Leben. Ich muss für den Kampf 50 Kilo abnehmen. Über 50 Kilo abzunehmen innerhalb von 6 Monaten in den Käfig zu steigen vor Tausenden von Zuschauern, ist schon hart. Ich trainiere 6 mal 7 mal die Woche. Meine Mama ist damals verstorben und ich habe sie mir hier tätowieren lassen. Sollte ich es abbrechen oder nicht schaffen, werde ich mich zwingen, das wegmachen zu lassen. Egal, was passiert, ich gebe alles. Wenn ich meinen Gegner sehe, weiß ich auf jeden Fall, dass ich den Kampf gar nicht verlieren kann. Ich bin seit 12 Jahren an Kevins Seite. Wirklich grenzwertig und ich glaube, er kommt da mehr als an seine Grenzen. Ihr habt hier die Möglichkeit, sie auf diesem Abenteuer zu begleiten. Wie, Martin Fennin, das ist ein Krankenhaus. Soll ich mal ein bisschen zusammenreißen?